Moin, in diesem Video geht es darum, wie ich auf meinen Home Assistant von überall drauf zugreifen kann. Das benötige ich nicht nur, wenn ich mit meinem Handy unterwegs bin, sondern auch, wenn ich beispielsweise mein Dashboard auf meinen Google Nest Home übertragen möchte. Wie das Ganze geht, werde ich euch in diesem Video zeigen. Zunächst müssen wir noch mal ein paar Add-ons installieren. Das Ganze geht über Einstellungen und dann über Add-ons. Hier klicken wir rechts unten auf Add-on Store und dann wählen wir einmal den File-Editor aus. Klicken dann hier auf Installieren und dann, wenn das installiert ist, klicken wir auf Watchdog aktivieren, die automatischen Updates und in der Seitenleiste links soll das Ganze angezeigt werden. Sehen wir das auch hier unten links an der Seitenleiste. Klicken dann auf Starten und schon ist der File Editor gestartet. Als zweites Add-on installieren wir Duck DNS. Da klicken wir auch auf Installieren. Während Duck DNS installiert wird, klickt bitte auf den Gefällt mir Button, kommentiert mein Video oder lasst ein Abo da. Vielen Dank. Nach der Installation klicken wir auch hier den Watchdog an, dass das Ganze überprüft wird bzw. sofort wieder gestartet wird, wenn es abgestürzt ist. Und wir wählen die automatischen Updates aus. Bevor wir aber nun auch dann das Programm starten wollen, klicken wir einmal auf die Konfigurationen hier im oberen Bereich. Für die Konfiguration wird natürlich nun noch eine Domain benötigt. Diese können wir uns kostenlos auf der Internetseite duckdns.org herunterladen bzw. beantragen. Und dazu loggen wir uns ein auf dieser Internetseite und vergeben im mittleren Bereich uns eine Domain. Im oberen Bereich haben wir den sogenannten Tokenschlüssel. Diesen Tokenschlüssel werden wir auch später noch mal einmal für die Konfiguration benötigen. Und mit diesen Werten wechseln wir jetzt wieder zurück ins Home Assistant und dort in die Duck DNS Konfiguration. In diesem Bereich haben wir zunächst im oberen Bereich die Domain einzutragen. Und das Ganze mache ich jetzt nochmal hier. Und wenn wir die Domain eingetragen haben, dann müssen wir als nächstes unseren Tokenschlüssel, den wir uns auch am besten im Vorfeld einmal kopiert haben, hier darunter einfügen. Und zwar, das mache ich jetzt. So, und dann müssen wir im unteren Bereich bei Let's Encrypt, müssen wir noch hier diesen Wert auf True setzen. Das Ganze haben wir dann soweit fertig und jetzt gehen wir nach unten und dort haben wir den Button Speichern und den klicken wir nun an. Nun klicken wir einmal auf die Information und bevor wir hier auf Starten klicken, müssen wir noch in unserem Router die Portfreigabe erteilen. Das Ganze mache ich am Fritz-Router, dazu gehe ich in den Internet- und Freigabenbereich, dann klicke ich auf Gerät für Freigabe an und wähle hier Home Assistant aus. Im Anschluss klicke ich dann hier unten auf Neue Freigabe und dann unter der Portfreigabe wähle ich Andere Anwendung aus, wähle hier beim Protokoll TCP aus und vergebe die Bezeichnung 8123 und das Gerät von bis
trage ich auch jeweils mit 8123 an. Nachdem ich das Ganze gemacht habe, bestätige ich das Ganze noch einmal mit OK und komme dann wieder zurück auf die vorherige Freigabeseite. Wir sehen jetzt hier vor unserem 8123 ist das Pünktchen noch grau. Nachdem wir auf Aktualisieren geklickt haben, ist es grün und unsere Portfreigabe ist aktiviert. Nun können wir auch DuckDNS starten und das Ganze uns anzeigen lassen über das Protokoll im oberen Bereich. Und wenn alles hochgefahren ist, wird dort auch mit die Mitteilung gemacht, dass alles erledigt ist. Nun können wir uns unter unserer Domain, die wir von DuckDNS haben, anmelden und können so jetzt unser Home Assistant extern steuern. Wir wollen natürlich aber nun auch noch eine HTTPS-sichere Verbindung aufbauen und dazu gehen wir in den File-Editor rein, wählen dort die Configuration.yaml aus, tragen dann hier mit dem Hashtag einen Kommentar ein, beispielsweise SSL-Konfiguration, und tragen dann ein den folgenden Code http://, und dann in der nächsten Zeile, und es ist wichtig, dass wir hier einen Absatz setzen, SSL und dann Unterstrich Certificate und dann Doppelpunkt /SSL/fullchain.pem und in der Zeile darunter SSL Key SSL PrivKey.pem. Ich werde euch diesen Code in der Videobeschreibung auflisten. Danach klicken wir auf Speichern, gehen dann auf die Entwicklerwerkzeuge, prüfen hier oben die Konfiguration und wenn alles in Ordnung ist, klicken wir auf Neustarten. Jetzt ist unsere sichere HTTPS-Verbindung aufgebaut und wir können uns nun hier in Home Assistant unter der sicheren HTTPS-Verbindung einloggen. Zu guter Letzt klicken wir jetzt noch auf Einstellungen, dann auf System und zu guter Letzt dann auf System und dann auf Netzwerk und hier vergeben wir nochmal unsere URL einmal aus dem Internet und darunter können wir nochmal den Haken bei lokales Netzwerk von automatisch auf manuell umstellen und geben auch hier die gleiche HTTPS-Verbindung ein, vergessen aber auch das Ganze nicht mit dem 8.8.123 Port mit der Freigabe und klicken auf Speichern. Nun ist fast alles eingerichtet. Wir gehen jetzt nochmal über den File Editor auf Configuration.yaml und tragen dort noch den IP-Bann ein und dann geben wir auch noch den Login Attempt Threshold ein und zwar mit dem Wert 5. Diese Zeilen bewirken, dass wenn sich jemand anmeldet oder versucht anzumelden und das falsche Passwort eingibt, dass dann womöglich diese IP-Adresse auf einer Blacklist landet und dann sich nicht mehr hier in Home Assistant einloggen kann. So, das Ganze klicken wir dann nochmal dann auf Speichern, gehen nochmal auf die Entwicklerwerkzeuge, prüfen nochmal die Konfiguration und starten Home Assistant neu. Herzlichen Glückwunsch, eure HTTPS-Verbindung ist aufgebaut. Während Home Assistant neu startet, wäre es schön, wenn ihr das Video liked, lasst mir einen Kommentar da oder abonniert den Kanal für weitere Videos. Vielen Dank!
Home Assistant ist nun neu gestartet und ich gehe nochmal auf die Übersicht. Im Google Cast Video habe ich euch gezeigt, dass ihr euren Dashboard zu eurem Google Nest Hub übertragen könnt. Jetzt klickt ihr hier nochmal drauf und dann seht ihr auf dem Google Nest Hub, dass der Dashboard nun auf dem Google Nest Hub übertragen wird. Ich hoffe, dass euch das Video soweit gefallen hat und wünsche euch viel Spaß bei der Einrichtung des externen Zugriffs auf Home Assistant und wünsche euch einen schönen Abend und tschüss.